Seid mir gegrüßt, meine Pokéfreunde. Hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Heute wieder mit einer sehr coolen Box, wie ich finde. Und zwar haben wir heute eine Top-Trainer-Box von Verborgenes Schicksal am Start. Diese Box habe ich mir richtig lange verwahrt, bis heute, bis zu diesem Weihnachtstag. Ich habe mir, als ich die Box bekomme, vorgenommen, das wird mein Weihnachts-Opening. Diese wunderbare Box, die gönne ich mir quasi selbst. Und ja, wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen, was da so drin vor sich hinlungert. Euch allen schon mal einen wunderschönen 24. Dezember, sprich einen wunderschönen Heiligabend. Es ist ja Weihnachten. Ich denke, der eine oder andere von euch wird was geschenkt bekommen. Wenn ihr was geschenkt bekommt, könnt ihr ja gerne heute Abend wieder hier reinkommen und in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt. Vielleicht habt ihr auch irgendwas Cooles von Pokémon bekommen. Drückt euch auf jeden Fall die Daumen. Oh mein Gott, ich bin so gehypt. Ich habe lange keine Boxen aufgemacht hiervon. In diesen Boxen sind auf jeden Fall drin 10 Booster Verborgenes Schicksal. Einer schöner als die anderen. Das wird ein Fest. Dann haben wir hier noch die Würfel und die GX- und Verbrennungsmarken. Hier waren noch GX-Marken drin, weil damals gab es halt noch die GX-Logik. Die gibt es ja jetzt auch schon länger nicht mehr mittlerweile. Wahrscheinlich kennen die gar nicht alle von euch. Würde mich interessieren, kennt ihr die GX-Logik noch? Habt ihr schon angefangen zu sammeln, als es die noch gab? Hier eine Karte, eine Promokarte, Lavados, Zapdos, Arctos, GX. Und ich würde sagen, da wir Weihnachten haben, einfach ganz spontan jetzt mal, verlose ich die Karte an euch. Und zwar, jeder, der hier in diesem Video kommentiert mit dem Hashtag Team Tyvald unter dem Video, bis zum letzten Tag des Jahres, sprich bis zum 31. Dezember, 23.59 Uhr, hat die Chance, hier die Karte zu gewinnen. Genau, ich ziehe dann einen von euch und schicke demjenigen die Karte zu. Sehr schöne Karte auf jeden Fall, kann man mitmachen, denke ich. Und die genauen Gewinnbedingungen stehen unter dem Video, wenn ich irgendwas vergessen habe. Das ist gerade spontan die Idee von mir. Ihr kennt das. Grundsätzlich ist das hier ja auch ein Türchen der Pokémetropole noch. Und zwar gibt es da auch was zu gewinnen, und zwar eine Top-Trainer-Box von Celebrations. Auch das steht unter Video verlinkt, wie das geht. Da gab es schon 2 Adventstürchen für, die ihr gesehen haben müsst dafür. Und ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Hier noch die Kartentrainer vom Set. So. Und natürlich die Hüllen habe ich gar nicht gezeigt, ne? Die sehen auch sehr cool aus. Die habe ich jetzt mittlerweile schon ein paar Mal. Sind ziemlich nett. Und es gibt hier noch ein Päckchen mit Energiekarten. Auch die braucht man auf jeden Fall. Aber wir sind hier, ich denke, alle zusammengekommen wegen den Boostern. Also, lass mal öffnen. Wie läuft denn bei euch der Weihnachtstag ab? Habt ihr eine bestimmte Uhrzeit, wo ihr euch dann mit der Familie trefft? Oder wie läuft das bei euch heute ab? Würde mich interessieren. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich heute mal bei meiner Mutter zu Besuch sind. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. War ich lange nicht mehr, wegen Corona und so. Aber mal schauen. So, wir starten den ersten Booster. Oh, ich bin fast am Zittern, weil ich so viel Bock auf diese Booster habe. Wir starten mit einer Elektroenergie. Dann haben wir hier ein Porenta, ein Georock, Chanera, ein Retter, Kleinstein, Tragosso. Auch die Uncommons und Commons sieht man jetzt nicht mehr so oft, weil ich meine, wer öffnet noch Verborgenes Schicksal? Moment, wenige. Pipi. Kaguron in Shiny, genau. Das Besondere im Set ist, wie auch bei Glänzendes Schicksal, was wir jetzt im Schwert-Schild-Zyklus hatten, auf dem Reverse-Slot, also auf dem vorletzten Slot, wenn man den Kartentrick macht, können Shiny-Karten sein, wie dieses Kaguron. Und dahinter haben wir noch eine Mistys Wasserkontrollkarte, auch sehr cool, in Holo. Ich glaube, in dem Set war nicht immer eine Holo. Am Ende, oder? Nee. Es gab auch Blitzer oder Quarner zum Beispiel, die waren Holo, Rare-Karten, die es auf dem letzten Slot gibt, die nicht in Holo waren. Ich erinnere mich. Schon lange nicht mehr geöffnet. Aber eine kleine Baby-Shiny. Leider habe ich die, glaube ich, schon doppelt, aber was doppelt ist, wandert natürlich in den Tauschordner und ja. Was mit dem Tauschordner nächstes Jahr passiert, das will ich euch auch noch sagen. Und zwar, ich habe ja einen Ordner mit Tauschkarten. Ich habe überlegt, ab nächstes Jahr machen wir in Livestreams, dass ich zwischendurch was verlose, und zwar eine Random-Karte aus dem Tauschordner. Das wird sehr cool. Also nächstes Jahr in Livestreams auf jeden Fall reinschauen. Da werden wir öfter mal ein paar Einzelkarten aus meinem Tauschordner verlosen, die ihr dann zufällig kriegen könnt. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Feuerenergie haben wir da. Dann haben wir Rossana, Mistys Entschlossenheit oder auch Tracking Misty, Rockos Momori Arena, ein süßes Evoli, Pikachu mit den Seifenblasen. Ich halte die Hand irgendwie ganz komisch. Pipi, Pummeluff, Raupi, Zenlong GX als große Shiny-Karte. Yo, das Set gönnt heute. Nice. Edle Klinge und Wut aus Bruch und Riesenrad GX. Sehr cool. Dahinter nochmal Erikas Gastfreundschaft, um zu belegen, dass es in diesem Set nicht nur Holos gibt. Aber trotzdem eine wunderschöne Karte vom Artwork her. Erika ist ja auch eine coole Trainerin mit ihren Pflanzen-Pokémon aus Prismania City, meine ich. Weiter geht's mit Mew. Mann, so kann's weitergehen. Jeder Booster eine Shiny. In dem Set gab es ja so als Target-Karte für die meisten das Glurak GX in Shiny. Allerdings gibt es hier auch Goldkarten drin mit den Kapus, sprich Kapu Toru, Kapu Falla, Kapu Kime und Kapu
Ricky. Mal schauen, ob wir da vielleicht was sehen heute. Ansonsten läuft es bis jetzt schon ziemlich gut. Pipi. Diese Box ist so ein Reprint, das heißt, die ist aus dem zweiten Print dran von Verborgenes Schicksal. Da sagt man generell, die Boxen gönnen etwas schlechter, aber hier ist der nächste Hit. Wow. Lavados, Zapdos und Arctos GX. Oh, coole Karte. Die sieht richtig nice aus. Ist die normale Variante, sprich keine Full Art oder ähnliches. Ganz normale GX-Karte, mega schönes Artwork, sehr cool. Gefühlt auch sehr, 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 sehr selten. Also die Karte habe ich, glaube ich, erst 3 oder 4 Mal gezogen und ich habe 4 von dem Set geöffnet. Ich meine, ihr seht es auf dem Kanal, die Videos sind ja noch alle da. Besonderer beim Kanal ist, alles, was ich öffne, seht ihr auf den Videos. Ich glaube, ich habe vielleicht 50 Booster geöffnet ohne Video. Und das auch nur, weil da ein Video war, wo ich Booster gekauft habe, die abgewogen waren. Wo ich dann 40 Booster nicht gezeigt habe und dann noch ein paar Booster so. Ihr seht, das meiste bringe ich hier. So, daher wisst ihr auch ungefähr, was ich habe. Stahlenergie, Roccos Durchhaltevermögen, dann haben wir einen Georock, Porenta, Tragosso, Kleinstein, Pummeluff, Sterndu, Rettern, Bildsanalyse und ein Relaxo. Okay, das war der erste schwache Booster mit einer normalen Rare und einer Reverse-Karte. Nicht so schlimm. Jetzt kommt ein Glurak-Booster und ihr wisst, die Theorie sagt, wo Glurak drin ist, drauf ist, ist bestimmt auch Glurak drin. Deswegen gibt es unglaublich viele Glurak-GX im Umlauf in Shiny. Nein, ist nicht so. Ich würde es ja echt feiern, wenn die Box nochmal einen Print bekommen würden. Ne? Da würde ich echt nochmal zuschlagen. Warte, ich kann mal kurz die Promokarte hier nehmen. Ein bisschen prominenter, damit sie auch gesehen wird. Denn das könnt ihr heute gewinnen mit dem Hashtag Team Tywald in den Kommentaren. Auslosen werde ich das Ganze dann im Stream, im ersten Stream des neuen Jahres, denke ich. Ich weiß noch nicht genau, wann er sein wird. Soweit habe ich es nicht vorausgeplant. Blackmon, ich mache das immer in den Streams, damit man sieht, dass die Auslosungen auch alle lagged sind. Also so richtig sind, genau. Und Lichtenergie in Weavers, nice, auch ein kleiner Hit. Und nochmal Bills Analyse mit dem guten Bill, dem Entwickler des Pokémon-Lagerungssystems aus der ersten Generation. Oh, Bills Analyse Weavers habe ich gezogen, ne? Ich glaube, das ist eine letzte Weavers-Karte, die mir im Set gefehlt hat. So als Fun Fact. Wir haben jetzt noch 5 Booster. Weiter geht's mit den 3 Vögeln. Die Booster-Art ist auch ziemlich nice. Oh. Das Coole ist, ich habe noch eine von den Top-Trainer-Boxen verwahrt für ein anderes spezielles Opening. Mal gucken, wann das kommt. Die werde ich mir noch verwahren für später irgendwann dann. Man muss ja auch ein bisschen haushalten können, damit man ein bisschen coole Openings anbietet, wenn andere es vielleicht nicht mehr machen können. Oder beziehungsweise einfach mal, um Abwechslung zu haben. Dementsprechend gibt es auch ein Opening, auf das ich mich wirklich lange vorbereitet habe demnächst. Und zwar, wenn der Schwert- und Schildzyklus zu Ende ist. Oh, Metang Shiny, richtig cool. Und ein Evolin Holo, auch wunderschön die Karte. Wenn der Schwert- und Schildzyklus zu Ende ist, gibt es ein Opening, wo ich jedes Pre-Release-Kit von Schwert und Schild einmal öffnen werde. Darauf freue ich mich richtig. Das wird auch ein richtig cooles Opening, glaube ich. Ob wir das als Stream oder als Video machen, weiß ich noch nicht, aber das wird auch ein Highlight für mich. Weiter geht's mit Mew. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Es ging ja auch vorher nicht, weil Pre-Release-Kits gibt es erst seit... Gibt es sie schon... Obwohl, es gibt sie schon seit Donnermond Base, oder? In Donnermond hätte man es auch machen können, theoretisch. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Weiß es gar nicht genau. Wir starten hier mit der Feenenergie. Mistys Azuria Arena. Sabrinas Vorschlag. Die Pokémon Center Dame. Kleinstein. Evoli. Pipi. Raupi. Retter mit dem Regenbogen. Sterndu und ein Pantimos mit ganz vielen Herzen. Das sind alles die Herzen für euch, die einmal Danke sagen für den ganzen Support in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Ich mache das ja schon jetzt seit über 4 Jahren hier. Deswegen kann man nicht oft genug Danke sagen für all die Leute, die hier fleißig reinschauen, fleißig reinkommentieren und immer mit dabei sind. Wow, kriege ich den Booster nicht auf. Die sind aber echt fest zu. Also die sind auch richtig fest zu gewesen. Nicht so wie ein Schwert und Schild, die Booster, die einem in der Hand fast schon auseinanderfallen. Achso, ein Code. Ich gebe mal einen Code raus. Hier, Verborgenes Schicksal fürs Online-TCG. Leider nicht mehr spielbar, aber vielleicht will ja der eine oder andere noch ein paar Karten gerne online haben. Man kann sie natürlich auch immer weiter im Format spielen. Ich weiß gar nicht, ob viele erweitertes Format spielen. Ich glaube tatsächlich ja, weil ich immer wieder sehe, dass Leute auch nach Karten fragen, die in dem Format nur spielbar sind. Naja, Sabrinas Vorschlag haben wir auf jeden Fall hier. Da nochmal Mistys Entschlossenheit, quasi die Waifu-Kombo. Ein Rettern, ein Raupi, Paras sagt euch Hallo. Dann haben wir einen Glumander, Pipi, Pikachu als Reverse und dahinter ist ein Knuddeluff GX. Nochmal eine der GX-Karten aus dem Set. Die sind tatsächlich relativ häufig und es sind Karten, die eigentlich zu Decks gehörten früher, glaube ich. Ne? Die sind, glaube ich, aus Decks hier in die Sets reingeraten. Die gab es, glaube ich, in so Decks in Japan ursprünglich. Weiß es gar nicht mehr genau.
Es ist halt echt lange her, dass das Set rausgekommen ist. Die letzten beiden Booster, oh mein Gott, wir sind ja schon am Ende. Ich rede zu schnell und zu viel und wir sind schon wieder fast durch. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch so ein Video natürlich gefällt. Mit Boostern, die das älter sind. Ich habe noch ein paar andere ältere Booster, die wir auch irgendwann mal öffnen werden. Ihr wisst ja, ich habe auch eine kleine Vintage-Sammlung, die irgendwann mal gebreakt wird, wenn der Kanal entsprechend etwas größer ist. Ich hätte ich halt gern bei bestimmten Meilensteinen vielleicht mal gucken. Weiter geht's mit der Pflanzenergie. Kogas Falle. Major Bob Strategie. Ein Scharnera mit einer Shiggy-Kanne. Rettan. Smogon. Paras. Ein Tragosso. Voltoball. Erikas Gastfreundschaft als Reverse und nochmal ein Kangama. Das bedeutet, der letzte Booster muss jetzt nochmal gönnen, würde ich sagen. Drückt mal alle die Daumen. Und wir gehen rein in den letzten Booster für dieses Opening. Dann ist diese tolle Box leider auch schon wieder geöffnet worden. Und bis jetzt bin ich... es geht. Ich bin nicht unzufrieden, aber auch noch nicht mega zufrieden. Es ist so ein Mittelding im Moment. Hier, einmal für euch. Verborgen Schicksal noch einen Code. Viel Spaß damit. So eine große Shiny wäre schon noch nice, aber... Der Reprint hat halt wirklich den Ruf weg, dass er nicht so gönnt. Wasserenergie. Dann haben wir nochmal Mistys Azuri Arena. Major Bob Strategie. Die Pokémon Center Dame. Kleinstein. Tragosso. Ein Evoli. Pipi auf dem Mond. Oder vor dem Mond. Enton. Magnetilo als Baby Shiny nochmal. Immerhin nochmal eine Baby Shiny. Auch Magnetilo ein sehr cooles Pokémon, wie ich finde. Und ein Pixie. Okay. Das heißt, die Box hat gegönnt. Eine Reverse Holo. Unlichtenergie. Nicht so schlecht, finde ich. Mag ich ganz gerne. Da haben wir eine normale Holo Mistys Wasserkontrolle. Wir haben Knuddeluff GX. Wir haben Arctos, Zapdos und Lavados GX. Und jetzt die Shiny-Armee zusammen. Wir haben 4 Shiny-Karten gezogen, was, glaube ich, ganz gut ist. 3 Baby-Shinies und ein großer Shiny. Metang, Magnetilo, Kaguron und Zenlong GX. Sprich, alles 3 Stahl-Pokémon. Okay, Stahl ist heute scheinbar das Thema. Ich würde von euch gerne wissen, was ist euer Lieblingspool gewesen im Video? Zenlong ist natürlich ein bisschen außer Konkurrenz, weil es halt GX ist. Aber ich muss sagen, von der Optik her mag ich Magnetilo total gerne. Deswegen sage ich heute mal Magnetilo. Bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Und dann würde ich sagen, ich entlasse euch jetzt noch mit unserer weihnachtlichen Geschichte von der Pokemetropole. Da haben wir Poketuber der Pokemetropole gemeinsam ein kleines Video aufgenommen, was die Community, also die Community hat eine Geschichte geschrieben. In einem Channel in der Pokemetropole, unserem Discord-Server. Und diese Geschichte haben die Poketuber vertont und die wollen wir euch jetzt mit weihnachtlichen Grüßen hinterlassen, um damit diesen 24. Dezember quasi zu beschließen. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch ein schönes Weihnachtsfest. Gönnt euch diese schöne kleine Geschichte und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Stream oder was auch immer wieder. In dem Sinne, tschüss, bis dann, euer Marcel. Ciao, ciao. Es begann damals im tief verschneiten Land der Pokémetropole. Das noch junge Snom, was erst vor kurzem in diese Region gezogen ist, sollte heute einen ganz besonderen Tag erleben. Denn nach seinem Einzug hatte er eine rätselhafte Begegnung mit dem mächtigen Eisdrachen Kyurem, der eines Tages vor seiner Haustüre gewartet hat. Es brachte das heldenhafte Hydropi mit, welches mit Snom ein Retterteam gegründet hat. Gemeinsam wollen sie die Welt zu einem besseren Ort machen. Dass dies eine schwierige und zugleich aufregende Aufgabe wird, war allen Beteiligten schnell klar. Denn keine Welt ist so schön, aber auch so voller Gefahren wie die Welt der Pokémon. Zusammen erlebten sie viele Abenteuer und mussten viele Herausforderungen bestehen, bis sie irgendwann herausgefunden haben, dass Mewtwo plante, die Weltherrschaft an sich zu reißen und dass in seiner Welt alle Pokémon ohne Menschen leben sollten. Sie fanden die Idee toll und schließen sich mit Mewtwo zusammen, um gemeinsam über die Welt zu herrschen. Doch es war nicht so einfach, wie sie es gedacht hatten. Botogel wusste, dass Mewtwo auch Weihnachten hasste und versammelte alle Weihnachts-Pokémon aus den hohen Bergen und den tiefen Tälern, um das Weihnachtsfest noch zu retten. Der Plan steht. Botogel packen die Weihnachtsgeschenke, Darmeplex verteilen diese in der ganzen Welt und jedes einzelne Elektro-Pokémon sorgt für die passende weihnachtliche Beleuchtung. Doch das Wichtigste für das Weihnachtsfest, der legendäre, saftige Döner aus der Stadt der Schränke musste noch besorgt werden. Ansonsten kann Weihnachten dieses Jahr nicht stattfinden. Daher nahm sich das tapfere Absol der Aufgabe an, diesen Döner um jeden Preis zu besorgen. Doch als das Absol beim Dönerladen ankam, lag ein Relaxo vor der Tür. Es schlief, tief und fest. Jetzt stellte sich die Frage in meinem Kopf. Pokeflöte, ja oder nein? Nein, sagte das stattliche Shiny Nachtara.
denn sie hatten alle keine Hosentaschen, um die Pokéflöte zu transportieren. Hosentaschen? Ha, wer braucht die schon? Trällerte Kangama in die Runde, holte freudestrahlend die Pokéflöte aus seinem Beutel und trällerte los. Es funktioniert und Relaxo steht auf und geht davon. Währenddessen kommt der Dönerladenbesitzer Floink aus dem Laden. Floink war sehr aufgeregt, denn er wurde kurz vorher von Team Rocket überfallen. Diese klauten sämtliche Vorräte und versperrten den Ausgang. Um die kleine, aber bedeutende Mission Döner doch noch mit einem Erfolg zu krönen, mussten sich nun Absol und Kangama erstmal auf den Weg machen, um neue Vorräte zu besorgen. In diesem Moment wussten sie jedoch nicht, dass es durchaus keine gewöhnliche Reise zurück zum Dönerladen werden würde. Auf dem Weg zurück trafen sie nämlich auf ein gerissenes Nidoran, welches als Zoll, um zum Dönerladen zu gelangen, 5 Hemibären verlangte. Als die Weggebühr bezahlt worden ist, machten sie sich glücklich und mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf zum Dönerladen, um die Vorräte zu holen und sich selbst den Bauch vollzuschlagen mit dem besten Döner in der Gegend. Floink lud zu einem großen Fest von exquisiten Dönervarianten ein, um seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Ende. Und wenn sie nicht besiegt worden sind, dann kämpfen sie noch heute.